Servus, grüß euch. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer Sendung Österreich vom Feinsten. Diesmal haben wir uns das westlichste Bundesland Vorarlberg ausgesucht. Genauer gesagt, den Bregenzerwald. Die Berg einfach wunderschön. Und die Almen, besser gesagt die Alpwirtschaft, wie die Wälder sagen, passt natürlich perfekt in diese Landschaft. Und die Tradition trifft auf Moderne, vor allem in der Architektur. Also mir gefällt das, wie sie es da geschafft haben, das Alte mit den Neuen zu verbinden. Einfach schön. Und ähnlich ist es auch bei den Leuten. Die sind da sehr bodenständig, aber ganz offen für Neues. Und das werden wir auch bei der Musikgasse hören. Anfangen tun wir jetzt ganz traditionell mit Wälder Tanzmusik. Und die haben schon Aufstellung genommen in Schröcken, zwischen der Gemeinde und der Kirche. Gewaltige Straße haben sie da hingebaut, als Verbindung vom Hochtannenbergpass nach Schröcken. Bei Wart auf der Hochalp gibt's den Speichersee. Da geht direkt der Sessellift oben drüber. Schöne Almboden rundum, da kann man echt gemütliche Wanderungen machen. Und zum Kalbelisee kommt man ganz leicht hin. Noch ein Blick Richtung Wart, da kommt ja unser Olympiasieger her, der Johannes Stolz. Ein schönes Nebeneinander, die Kühe und die Leute. Wenn er jeder ein bisschen Rücksicht nimmt, dann geht er das auf ein.
Der Widerstein. Bissl über 2500 Meter hoch. Sehr markant. Jetzt schauen wir noch nach Schoppenau. Mir taugt's, wenn man so einen Ort von der Luft aus sieht. Und die schönen Häuser, wie das Hotel Adler zum Beispiel. Das schaut aus wie eine Villa. Und wir haben drinnen eine Überraschung für euch. Wir sagen Heuzeit, ein ganz traditionelles Stickel von Anton und Philipp Link. Ja, das Lied Heuzeit erklärt den genauen Ablauf der Heuarbeit, wie es früher gemacht werden musste. Und vom Dengel der Sense bis zum Versorgen auf der Heutdiele. Also Sasendangeln, das habe ich noch verstanden. Das ist bei uns ähnlich Wälder Dialekt, oder? Ja, es ist ein Dialekt aus dem hinteren Bregenzer Wald, der unterscheidet sich noch wesentlich von anderen Vorarlberger Dialekten. Und ja, wir sind stolz auf den Dialekt eigentlich und wir möchten ihn auch noch pflegen. Ja, das erinnert mich ein bisschen an Mellau bis Geschoppenau. Da hat es da mal was gegeben, gell, Philipp? Ja, da gibt es eine Lehre, das habe ich vor 10 Jahren geschrieben. In Wien hatte ich sehr viel Heimweh und ist mir die Melodie und der Text eingefallen, ja. Stimmen wir einmal an, bitte. Ich darf gerne einmal hören. Von Mellau bis Geschoppenau bin ich gelaufen, für Simon Wettau. Von Mellau bis Geschoppenau bin ich gelaufen, für Simon Wettau. Warum Wettau, 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 für Simon Wettau. Wettau, 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 für Simon Wettau. Ja, und alle haben probiert mitsingen und das vor allem zu verstehen. Seitdem bist du Profimusiker, oder?
Doch, ja. Seitdem geht es sich so aus, von der Musik zum Leben, ja. Genau. Und viele neue Projekte auch. Genau. Das Projekt mit meinem Papa ist mir sehr wichtig, darum machen wir das zum Glück immer noch. Dann gibt es andere Projekte, Solo-Projekte und am besten, ich spiele gleich einmal eins vor mit der Gitarre, oder? Genau das möchte ich jetzt hören. Passt. Ja. Papa, gibst mir noch Gitarre. Es ist alles jetzt auch bös, wär doch nicht nervös. Alle kochen mit Wasser und niemand wird ballös. Es ist alles jetzt auch bös, wär doch nicht nervös. Alle kochen mit Wasser und niemand wird ballös. Gescheiter, wenn man redet zuerst und du dort liebst, denn jetzt letztendlich wär's auch fröd und weniger gestört. Wer hin doch gern als da, all Monat an voll Mau, Lieb und Natur, das ist Leben pur. Es ist alles jetzt auch bös, wär doch nicht nervös. Alle kochen mit Wasser und niemand wird ballös. Es ist alles jetzt auch bös, wär doch nicht nervös. Alle kochen mit Wasser und niemand, und niemand, und niemand, und niemand, und niemand wird ballös. Einen schönen Dank und weiterhin so viel Erfolg. Dankeschön. Heute werden in der Villa Mount gern Hochzeiten gefeiert. 1890 hat sich der englische Banker Sir John Orkley Mount diese Jagdvilla bauen lassen. Nicht sparig. Vom Didamskopf hat man einen traumhaften Ausblick. Kann man mit der Bahn rauffahren. Und man da spart sich da gleich ein paar Höhenmeter und hat gleich ein schönes Gipfelerlebnis. Schau, da sehen wir aus bis zum Bodensee. Von da oben sieht man den Ort Au. Da schauen wir im denkmalgeschützten Gasthaus Löwen den Brennmeister über die Schultern. Wurzeln und Beeren werden da zu Schnaps und Likör gemacht. Ja, da braucht man einen feinen Gaumen. Und in dem schön gestalteten Lädele kann man natürlich einkaufen. Die Kanisflu. Die werden wir noch öfter sehen. Unser Weg führt uns nach Tamüls, die Mittagsspitze, schon wieder ein markanter Gipfel. Der Ort und die Kirche Tamüls. Jetzt bin ich schon gespannt. Im ehemaligen Pfarrhaus besuchen wir ein ganz besonderes Museum. Ja, da zeigen wir alle Vorarlberger, die einmal bei Olympiade oder bei Weltmeisterschaft eine Medaille gemacht haben. Patrick Ortlieb, Goldmedaille. Und der Marc Girardelli, gell? Oh. Leider ist er nicht für Vorarlberg oder Österreich gefahren, sondern für Luxemburg. Aber der ist dafür höchst erfolgreich. Der Ski ist auch legendär. Der Lochski von Fischer, Hati Beirater, 82, genau. Weltmeister in meiner Heimat. Ja. Ja, und da sind wir im Raum der Wagner-Betriebe. Lauter Hersteller, die in Vorarlberg einmal Ski gemacht haben, übrig geblieben ist halt die Firma Kästli. So viel habt ihr da mal gehabt. Kleines Land, fleißige Leute. Ja. Christian Lingenhölle, Gründer vom FIS-Skimuseum Tamüls. Mit ganz viel Leidenschaft. Und Herzblut. Ja, das gehört auch dazu, gell. Herzblut brauchen die Sportler sowieso. Hubert Hupsi Stolz. Sensationell. Olympiasieg in der Kombination Calgary 1988. Was, so lange ist das schon wieder her? Ja. Unglaublich. Aber das Schöne dabei bei der Stolz-Familie, der Sohn Johannes Stolz, auch Olympiasieger, Doppel-Olympiasieger.
Ich glaube, das hat es noch nie gegeben, oder? Einmalig in der Skigeschichte, dass in einer Familie zwei Goldmedaillen in derselben Disziplin sind. Natürlich hätte man den Johannes gerne mit dabei gehabt, aber der ist schon wieder Übersee beim Training, fleißig Skifahren, dass er hoffentlich genauso weitermacht, wie er letzte Saison aufgehört hat. Ich habe eine Riesenfreude mit ihm gehabt, weil er einfach so herrlich am Ski steht und uns einfach begeistert, was den Skisport betrifft. Also die Familie Strolz hat da schon eine schöne Ecke gekriegt bei euch, gell? Ja, alle Vorarlberger sind natürlich stolz auf Strolz. Und Hans, jetzt muss ich da eines sagen, du hast mir noch was versprochen. Was denn? Ja, ich glaube, es fehlt ein Ski in diesem Museum noch von dir. Oh, ja, ich hätte den Ski vom letzten Weltcuprennen. Ist das gut für dich? Ja, das ist super. Ja. Bin ich aber stolz drauf, wenn der da irgendwo herinsteht, muss ich echt sagen. Das machen wir ganz gern. Lieber Christian, schönen Dank. War sehr nett bei dir. Und da kannst du stolz sein auf den Schatz da. Hat mich gefreut, dass ihr uns in der Mülls besucht habt. Die Bregenzache. Da gibt's auch einige Platzeln, wo man richtig gut Fliegen fischen kann. Irgendwann muss ich das einmal probieren. Aber, naja, da brauche ich die Geduld dazu und vor allem die Ruhe. Ein Blick auf Mellau. Und wie hat der Christian gesagt? Kleines Land, fleißige Leute. Die drei Stufen Landwirtschaft wird im Bregenzer Wald noch immer gelebt. Es wird das Viech im Spätfrühling zuerst auf die sogenannte Vorsäß, das ist also eine niedrig gelegene Almbracht. Schönebach ist zum Beispiel ein Vorsäß, sogar mit eigener Kapelle. Und Anfang Juli kommen die Kühe dann auf die Alpe. Und im September werden sie dann mit einem feierlichen Alpabtrieb wieder zurück in den Stall geführt. Die Schaferler bleiben unten, die fühlen sich da auch pudelwohl. Die Häuser im Bregenzer Wald beeindrucken mich schon sehr. Alt und neu nebeneinander. Betriebe, die Holz verarbeiten, gibt's da genug. Uns ist in Reut der Zimmerei und der Tischlerei aufgefallen. Ein altes Haus, das schon vor 90 Jahren die Holztradition im Bregenzer Wald geprägt hat. Und heute ist schon der Ureinkehr am Zug. Interessante Architektur sieht man da im ganzen Bregenzer Wald. Allein schon, wenn ich mir die neue Halle da anschaue von der Zimmerei, wirklich sehr schön und fein gemacht. Matthias und Johannes Kaufmann, die Inhaber dieser Zimmerei, also das ist wirklich speziell, würde ich mal sagen. So eine schöne Halle sieht man nicht oft wo. Wir sind ein Familienunternehmen in bereits vierter Generation. Bei uns wird Handwerk ganz groß geschrieben und wir versuchen, traditionelles Handwerk mit moderner Architektur zu verbinden. Und von der Umsetzung her ist da immer wieder Veränderung angesagt, auch wenn man sagt, wie man es macht vom Material her, zusätzlich, sprich jetzt die Modulbauweise, glaube ich, habe ich da irgendwo gesehen beim Einergehen. Genau. Ist das die Zukunft? Ja, also in unseren Augen schon. Also wir haben uns auf die Modulbauweise spezialisiert. Modulbauweise, das heißt also eigentlich Raumzellenbauweise. Wir fertigen nicht nur Wände hier im Werk vor oder Decken, sondern ganze Raumzellen, die hier bei uns möbliert werden, komplett ausgebaut. Das heißt, da kommt der Installateur, wenn ihr fertig seid, nachher oder wie läuft sowas? Ja, wir ziehen alle Handwerker bei uns in der Halle zusammen, vom Zimmermann bis zum Installateur, Fliesenleger, die Einrichtungs-
Tischler und wir, die arbeiten hier in der Halle. Und dann, wenn das mehr oder weniger alles fertig ist, wird es wie ein Lego-Haus dann auf der Baustelle aufgestellt. Wie hat man es geschafft, im Bregenzer Wald Architektur, also die Tradition und Moderne, so fein zu verbinden? Ja, wie du sagst, ich glaube, der Bregenzer Wald hat sehr viel Tradition und hat sich aber nie der Modernität und des Fortschrittes verweigert. Also ich glaube, wir sind eine sehr moderne Talschaft in vielen Bereichen, in der Kultur, im Handwerk, in der Landwirtschaft. Und es gibt ein Sprichwort eines Heimatdichters: mehr ehret das Old, mehr grüßet das Nü und bliebe das selb und der Heimat drü. Kannst man du das auch mal bitte ein bisschen übersetzen? Ja, auf Hochdeutsch. Also wir ehren das Alte, wir grüßen das Neue und bleiben uns selbst und der Heimat treu. Ja, also der Spruch, der hat wirklich was. Dankeschön. Höchst interessant, dieses Thema Holz. Holz bedeutet, glaube ich, vor allem in der Baubranche auch ein bisschen die Zukunft. Dankeschön. Genial, da die verschiedenen Handwerksbranchen unter ein Dach zu bringen und fix und fertig die Reim zusammenzubauen. Die Canis Flu von der anderen Seite. Wieder unser Wegbegleiter, die Bregenzer Arche. Hin und wieder wird sie auch aufgestaut, es gefällt den anderen. Im Bregenzerwald kann man auf 460 Kilometer ausgewiesenen Mountainbike-Strecken echt lässig fahren. Und mein Spätzl, der Oliver Polzer, hat mich gleich auf eine Runde eingeladen. Aber von Wien da herziehen, ist eine kleine Umstellung, oder? Naja, ist ganz was anderes natürlich. Aber wenn du einmal hier eine Zeit lang gelebt hast, willst du nirgendwo anders mehr leben. Ja, das kann ich verstehen. Und wir leben noch dazu wirklich ganz scharf an der Grenze zum Bregenzer Wald. Also quasi immer mit einem Fuß im Paradies. Bei mir geht's eigentlich noch. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, wann ich den Motor einschalte. Wie viele Stricherl haben wir noch? Motor einschalten. Zwei habe ich. Den und den. Stricherl ist richtig. Was sag ich dir, ich jetzt bald genug, jetzt reicht's mir. Oliver, bremst, jetzt waren wir gleich vorbeigefahren. Einkehren? Ja, unbedingt. Gut. Aber das ist genug. Aber das gehen wir zu Fuß zurück. Jetzt reicht's. So schön, dass sie. Ja. Aber anstrengend war es nicht. Schnell fahren. Genau. Ich hab genug. Aber schön, oder? Schönen Dank für die Runde, die war voll spezial. Wirst wohl ein bisschen öfter stehen bleiben jetzt im Ländle. Hm? Ja, auf das kannst du drauf einstellen, gell? Jetzt gehen wir was trinken. Das hat mir gefallen heute. Du hast einen Durst, oder? Aber kriegst du einen Starkhorn mit deinem E-Bike da? Hallo. Was? Ah, schön war's. Ja, so wie es gehört. Wadeln hätten wir eh dieselben. Ein Bus hat sich da seine Runden. Na, das sind aber die Paragleiter. Ganz schön viel. Besonders rund um Andelsbuch soll die Thermik richtig perfekt sein. Und noch was Spezielles gibt's da. Den Werkraum Bregenzerwald. Das ist ein Verein, der traditionelles und modernes Handwerk fördert und gut präsentiert. Das moderne Haus vom bekannten Schweizer Architekten Peter Zumthor entworfen und von den Werkraummitgliedern gebaut.
Die Gruppe Tanzbar im wunderschönen Werkraum Bregenzerwald. Und die Evelyn Fink-Mendel ist die Gruppenleiterin und forscht auch in der Volksmusik, habe ich mir sagen lassen. Ja, Tanzbar, ein Projekt, das entstanden ist, eben weil wir spezielle musikalische Stücke suchen. Und beim ersten Stück haben wir, weil wir hier in Andelsbuch sind, alte Andelsbucher Musik gespielt, aber auch, weil wir über die regionalen Grenzen hinausschauen, ein spanisches Stück, einen Prozessionsmarsch gespielt. Und wir finden im Werkraumhaus, wo Tradition und Moderne, wo die Handwerker zusammenarbeiten mit Architekten, mit Designern, passt das wunderbar. Das war mir eh ein bisschen spanisch am Anfang. Warum heißt sie eigentlich Tanzbar? Das erwarte ich jetzt gar nicht, bei drei Geigen und einem Kontrabass. Naja, Nomen est Domen. Also nicht, weil wir vor der Bar stehen jetzt hier im Werkraumhaus, sondern weil wir Musik spielen, die zum Tanzen einladen soll, die Tanzbar ist. Ach so, und ist es. Eben, wir haben uns vor 4 Jahren gegründet für ein CD-Projekt, wo wir alte Tanzmusik aufgenommen haben. Also du hast vor der Volksmusikforschung angesprochen. Wir suchen auch nach Musik, die man vielleicht gar nicht mehr so kennt heute. Und wir spielen jetzt gern als nächstes Stück, wenn wir noch Zeit haben, wenn du Lust hast. Ja, unbedingt. Tanzbares, einen alten Jucker. Schon der Begriff Jucker. Musik aus dem 18. Jahrhundert, die wir unglaublich spannend finden, weil sie ein bisschen auch nordeuropäisch klingt, aber sie kommt von hier. Sehr schön. Albert Hager aus Mellau macht noch mit der Hand die Zierschindeln. Das ist nicht nur für Sorge, sondern durch diese überlappende Verlegung verhindert man, dass Wasser auf die Fassade kommt. Und das macht man da im Bregenzerwald schon ewig so. Zwei Bussarde tanzen da fast spielerisch zur Musik. Die Kirche von Bezau. Am besten erkennt man einen Ort halt an seiner Kirche. Da hat mir der Oliver gesagt, da muss ich unbedingt einen jungen Mann besuchen. Da
in Bezau gibt es eine ganz originelle Fleischhauerei, der Yogi. Servus, Yogi. Servus, Hans, grüß dich. Schön, dass du bei mir bist. Gefällt mir sehr, danke für die Einladung. Was ist das Spezielle an deiner Fleischhauerei? Ich habe mich spezialisiert aufs Rindfleisch. Bei mir gibt es regionales Rindfleisch und regional heißt bei mir Brengzer Wald. Das ist mein Handlungsspielraum. Alle Tiere kommen von ausgewählten Bauern aus dem Brengzer Wald. Und ich kaufe die immer lebend, dann werden die komplett, bis es hier wieder über den Ladentisch geht, von mir verarbeitet. Und es gibt von perfekt gereiften Steaks alle Cuts, die du dir vorstellen kannst, ja, bis zum Schmorfleisch, Gulasch und deine Schnitzel kriegst du auch bei mir. Gibt's alles hier an der Theke. Kopf bis Fuß, ja, das heißt, was ist mit den Hörnern zum Beispiel? Die Hörnern zum Beispiel, die schicke ich an einen Winzer, der ist Demeter zertifiziert, der braucht es zum Düngen. Das wird so verwertet, Innereien werden zum Teil eingeweckt in Dosen und so verkauft oder frisch verkauft. Und es gibt auch nicht nur Filet und Rostbraten und Edelteile, sondern es gibt alles vom Rind. Das heißt, du tust das Verkochen zum Beispiel, dass das dann konserviert wird, das machst du alles selber? Bei mir gibt es Konserven. Das sind zwar Halbkonserven, die gehören gekühlt, die sind nicht zu Tode sterilisiert, aber die sind in Dosen verpackt, weil die Dose ist eine ganz wertvolle Verpackung, wenn man das ökologisch betrachtet. Wie lange ist das dann haltbar? Es hält ein halbes Jahr laut MHD, aber es wird nicht kaputt, also ich bin auf der sicheren Seite. Oder muss ich jetzt nachschauen, da kann selbst ich dann einmal kochen. Vielleicht, ja, gerne. Schaut aber aus wie ein Leberkäse. Das ist ein 100% regionaler Leberkäse aus 100% Rindfleisch. Das ist ein sehr innovatives Produkt, ja, aber ich bin sehr stolz drauf und freut mich, wenn du das probieren magst. Also bitte, greif zu mit den Fingern. Ich gehe einfach da jetzt ja, zu. Ich schneide nicht. Ich war mal noch. Ich probiere auch. Boah, der ist aber vom Feinsten, gell? Der geht schon, oder? Dankeschön, sehr gut. Danke, Yogi. Wirklich? Danke für den Besuch, Hans. Sehr interessant. Freut mich, wenn es schmeckt. Wir gehen jetzt weiter nach Schwarzenberg ins Heimatmuseum. Da spielt die Wälder Saitenmusik. Voll erhalten ist alles im Heimatmuseum Schwarzenberg. Da kriegt man echt ein Gefühl dafür, wie das bäuerliche Leben früher so gewesen ist. Die Bregenzer Wälder Tracht. Und dazu das Klöppeln, was besonders in Vorarlberg. Daneben das Angelika-Kaufmann-Museum. Vor über 200 Jahren eine berühmte Malerin und Vorreiterin des Feminismus. Vielleicht erinnert sich noch jemand an die 100-Schilling-Note mit ihrem Porträt drauf. Das
schaut nach Zentrum aus. Der Dorfplatz von Schwarzenberg mit der Kirche und den historischen Häusern. Schubertiade, das bedeutendste Schubert-Festival der Welt, ist Schwarzenberg sehr bekannt. Musik 23 Dörfer sind im Bregenzer Wald. Bei einigen sind wir schon vorbeigekommen, so wie da in Alberschwende. Die Kapellen fällt beim Durchfahren gleich mal auf. Mittlerweile ist die Bregenzer Ache unser Leitfluss bis zu unserer nächsten Station, Müselbach. Da wartet schon der Musikverein auf uns. Was war das jetzt für ein Marsch? Mein Wälderland vom Ludwig Bertel. Dankeschön. Claudia Bär. Aber der Name Bär ist ja im Bregenzer Wald schon ganz eng mit der Musik verbunden. Und die Claudia ist Kapellmeisterin. Genau. Absolut in der Männerdomäne unterwegs, oder? Ja, seit 17 Jahren schon da in Müselbach. 17 Jahre schon, ja, Kapellmeisterin. Genau. Wie bist du dazu gekommen? Ja, mit der Ausbildung habe ich den Kapellmeisterkurs gemacht und dann habe ich die Musik übernommen. Wie lange dauert so ein Kapellmeisterkurs? 2 bis 3 Jahre, je nachdem. Ja. Aber war das schon ein Kindheitstraum von dir, Kapellmeisterin zu werden? Ja, einfach, die Musik ist einfach schon ganz lange
in meinem Leben erst als Kind musiziert und das hat sich dann ergeben. Was machst du hauptberuflich? Ich bin Musikschullehrerin, da in der Musikschule übrigens, ja. Wald. Dann magst du ja fast gar nicht aus erst. Aber genau, trotzdem für mich, super. Also ich kenne jetzt nur dich als Kapellmeisterin und bin echt stolz drauf, dass da in der Männerdomäne ihr Frauen jetzt so durchschlagt. Habt einige Frauen mit dabei, habe ich gesehen, ja, bei der Kapelle? Ja, bestimmt die Hälfte sind weiblich beim also Musikverein. Kein Nachwuchsproblem? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich wünsche weiterhin so viel Leidenschaft und Spaß mit deiner Kapelle. Vielen Dank. Dass du das möglichst noch ewig machst. So dauert, ja, hoffentlich. Dankeschön. In Grumbach haben sie Mut zu neuem. Sie haben Architekten aus der ganzen Welt eingeladen, um Bushaltestellen zu gestalten. Bewohner und Besucher gefreut. Hittisau, eine der 8 Vorarlberger Gemeinden, die sich zum länderübergreifenden Park zwischen Österreich und Deutschland zusammen haben. Es ist der Naturpark Nagelflughette. Nach, die entspringt im benachbarten Deutschland. Für uns ist aber der Teil im Bregenzerwald interessant. Und da zeigt sich die Abwechslung zwischen wildem Wasser und dann wieder ruhigere Stellen. Ein Haufen Steine liegen da im Lechnertal auf der Wiesen. Ein Kurzversteck für die Ziegen. Die Leckner Ach sucht ihren Weg durch den Wald. Familienmusik, wach, da haben wir uns da mitten im Wald ganz ein spezielles Platzl ausgesucht. Die haben nämlich auch zwei ganz spezielle Blasinstrumente mit. Melchior, was ist das nachher eigentlich einmal genau? Ja, das Instrument heißt Büchel. Büchel? Kenne ich den Marco aus Liechtenstein, der ist mit mir Ski gefahren. Aber das habe ich noch nie gesehen, muss ich auch zugeben. Ja, das Instrument habe ich selber hergestellt. Als Abschluss. Ja, ganz genau. Boah. Im Rahmen der Abschlussarbeit an der HTL Imst. Und zwar, es ist ausschließlich aus Holz hergestellt und das Hauptaugenmerk liegt auf der Verbindung von traditionellen und modernen Herstellungsmethoden, also die Herstellung mittels CNC-Technik verbunden mit dem herkömmlichen Drechseln. Ich suche da vergeblich Ventile, also das dürfte nicht ganz einfach zu spielen sein, oder? Es stellt tatsächlich für den Bläser eine sehr große Herausforderung dar, insbesondere weil nur die Naturtonleiter gespielt wird. Das darf ich jetzt gerne mal hören. Sehr gerne. Bitteschön. Thank you.
eindrucksvolle Bilder da im Wald. Freuen wir uns noch an die kleinen Platteln. Lang werden sie es auch nicht mehr halten. Jetzt schauen wir, woher die Leckner Ache kommt. Ah, da oben bildet sie den Leckner See. Eine Libelle. Ja, schon lange nicht mehr gesehen. Ein Käberl. Allein ist halt auch nicht so lustig wie miteinander, gell? Siebratzgfell, ein kleines Bergdorf mit 400 Einwohnern. Haben sie mir gesagt, dass ich in Felbers schiefe Haus reingehen sollte. Naja, was ist da passiert? Das Ganze ist echt ein komisches Gefühl. Da braucht man ganz einen guten Gleichgewichtssinn. Der Körper will da einfach was ausgleichen, aber es geht irgendwie nicht. Es ist echt arg. Ich will jetzt aber gleich jemanden treffen, der mir da drüber Genaueres erzählen kann. Nach dem schiefen Haus bin ich jetzt nicht mehr ein bisschen damisch unterwegs, muss ich zugeben. Das hat mir ein bisschen zugesetzt. Konrad Stadelmann ist unser Mann, der uns erklären kann, was da vor sich gegangen ist in dieser wunderschönen Natur da herum in Siebratzgfell. Wir sitzen an diesem Tisch mitten in der Geherrunde Rindberg. Die Geherrunde haben wir erstellt, um das Naturereignis Großrutschung Siebratzgfell darzustellen. Und nicht zu vergessen, im Jahr 99 hat sich in Siebratzgfell in der Parzelle Rindberg die Erde unterschiedlich schnell bewegt. Einzelne Häuser sind bis zu 240 Meter gewandert. Das schiefe Haus übrigens 18 Meter und steht jetzt schräg da. Aber das ist das Einzige, was bestehen blieben ist, oder wie? Nein, es sind mehrere Häuser bestehen blieben. Manche hat es zerrissen. Andere sind schräg geworden, ganz unterschiedlich. Wir haben die Infrastruktur verloren und alles war eigentlich weg. Warum passiert sowas? Das passiert drum, weil Wasser in den Erduntergrund gelangt. Und dann bewegen sich einzelne Erdschollen unterschiedlich schnell. Wir haben gelernt, dass sich der Ort Siebratzgfell auch bewegt. Erst durch die Großrutschung Rindberg sind wir aktiv worden. Wir müssen auch sagen, dass das keine Katastrophe war. Es war ein Naturereignis. Die Erde bewegt sich in Siebratzgfell immer schon. Wir sind später gekommen. Für uns heißt das, wir müssen uns der Natur anpassen. Wir müssen lernen, dass die Natur stärker ist als wir. Für uns ist wichtig, dass Siebratzgfell eine Zukunft hat. Ja. Wir wollen hier bleiben, wir wollen hier leben und hier wohnen. Und da muss man natürlich entscheidende Sachen dann vielleicht auch ändern in der Bauphysik oder Statik, oder? Wie geht es dir da vor? Wir haben unsere Bausachen anpassen müssen. Wir bauen Häuser, wo sich bewegen können. Das ist gar nicht so schlimm, aber es funktioniert. Konrad, ich wünsche der ganzen Gemeinde, dass wir einfach möglichst wenig Bewegung haben in die nächsten paar hundert Jahre. Und ich würde gerne mit dir
ein Schnapserl trinken. Oh. Für das, dass du zu uns gekommen bist und dass ich dir unsere Geschichte habe erzählen dürfen. Und das am schiefen Tisch da herum. Ja, wunderbar. Ja, da merkt man es halt natürlich ganz genau, wie schief allein der Tisch ist. Konrad, auf das auf. Prost. Danke. Und alles Gute. Danke, dir auch, gell? Danke. Und bei uns geht's jetzt mit einem Jodler-Duo weiter, genauer gesagt mit Körfällig, mit der Anne Resi und Martin. Ja. Die Milchwirtschaft im Bregenzerwald sorgt für eine besonders gepflegte Berglandschaft. Vielleicht haben Sie sich schon gedacht, eine Sendung in Vorarlberg ohne Käse? Stellvertretend für die vielen Sennereien im Bregenzerwald haben wir uns die in Siebratsgfäll ausgesucht. Die großen Käsleib oder die Kiloleib vom Bergkäse, sauber aufgeschlicht. Und jetzt können sie noch ein paar Monate in Ruhe reifen. Da steckt viel Arbeit dahinter. Der ausgezeichnete Weichkäse. In vielen Lädele im Ländle kann man sich durchkosten. Eine feine Sache. Noch ein Blick rundum und um. Da ist schön herum. Bei unserer Sendung aus dem Bregenzerwald haben wir schon so viele schöne Sachen gesehen und vor allem auch gehört. Ich persönlich habe ja das Gefühl, dass die Leute da wirklich ein gutes Handel haben dafür, dass man das Bäuerliche mit dem Tourismus und vor allem auch mit dem Handwerk gut verbindet.
Und ich hoffe, ihr habt das selber auch ein bisschen so empfunden. Ich möchte Danke sagen bei den Wäldern für die Gastfreundschaft. Das war einfach ein Traum bei euch. Und danke fürs Zuschauen. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Sendung, wenn es heißt Österreich vom Feinsten.